jetzt gibt es 9 Superhelden-Gadgets, die du jetzt online kaufen kannst. Das Video ist von TechZone, schaut gerne vorbei, lasst ein Abo und ein Like da. Und es ist jetzt irgendwie nichts gesponsert hier oder sonst was. Ich werde einfach gucken, was würde sich Paletto selber denn vielleicht kaufen. Oh ja, oh, so einen dicken Hammer, Alter. Der Kopf von Deadpool im Kühlschrank? Mjölnir. Es ist gar nicht so schwer, den magischen Hammer von Thor über seinem Kopf zu heben. So ein Spielzeug kostet nur 130 US-Dollar. Mjölnir von Hasbro. Nur. Also ist es sich nicht nur wie ein Superheld, sondern auch ein bisschen wie Gott zu fühlen. Schließlich ist die Originalwaffe Teil der germanischen Mythologie. Dieses Modell hat genau die gleiche Größe wie der in den Marvel-Filmen gezeigte Hammer. Das ist schon geil. Aber du kannst, das ist ja mehr so ein Sammlerstück. Damit kannst du ja nicht richtig spielen. Also, das 50 cm lange Spielzeug hat ein schönes, robustes Lederband und einen kunstvoll verarbeiteten Griff. Der Hammer ist mit einem authentischen Design verziert. Ja, aber was Mjölnir wiegt jetzt? Nur 1 Kilogramm. Plastik? 1 Kilogramm. Moment mal. Ja, würde ich mir kaufen. Das ist halt eher der so ein Hammer verfügt so über eine integrierte Sprachaktivierungsfunktion. Als Reaktion auf den Befehl beginnt Mjölnir zu leuchten und macht Geräusche, die einem Blitzschlag ähneln. Kann er denn auch fliegen? Bin von Thor konnte mal fliegen. Ja, also bis dato würde ich ihn in den Warenkorb packen. Doch. So, wenn ich dann ins... Iron Man Burgenreaktor. Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop. Man kann dem legendären Superhelden Tony Stark noch einen Schritt näher kommen mit diesem Sammlerstück, das eine exakte Nachbildung des ersten Lichtbogenreaktors ist, den Tony im Film Iron Man hergestellt hat. Es gibt sogar eine Inschrift, beweist, dass Tony Stark ein Herz hat, was das Spielzeug noch wertvoller und realistischer macht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wer hat sich die Marvel-Filme alle gegönnt? Ich war am Anfang gar nicht so überzeugt, aber von... Als dann so Avengers und so kam, Junge, richtig. Natürlich ersetzt dieses Gerät nicht ein Herz, aber es dekoriert und beleuchtet den Raum sehr effektiv und erfüllt die Funktion einer Tischlampe ich oder eines Ich würde erstmal den Hammer holen. Das Set enthält eine Fernbedienung, mit der die Helligkeit und der Leuchtmodus eingestellt werden. Für die Herstellung wurden Edelstahl, Kupfer, Glimmer und PLA-Kunststoff verwendet. Die komplizierten Kunststoffteile wurden mithilfe der 3D-Technologie gedruckt. Ein zusätzlicher Vorteil sind Bänder, mit denen man den Reaktor an die Brust hängen kann. Der Preis beträgt ca. 65 US-Dollar. Okay, das geht. Ich hätte mit 400 oder so gerechnet. Captain America's Schild. Okay, ist gekauft. Dies ist ein weiteres Sammlerstück von Hasbro, das mit viel Liebe zum Detail hergestellt wurde. Aber das ist doch jetzt Metall. Es zeigt einmal mehr, dass Spielzeuge nicht nur für Kinder gebaut werden. Ja. Die Webseite hat eine Altersbeschränkung von 18 Jahren. Dieser Captain America-Schild wurde ins Leben gerufen, um Marvels 80-jähriges Bestehen zu feiern. Das ist schon geil. Das Sammlerstück ist eine genaue, maßstabgetreue Nachbildung des Originalschilds aus der Superheldenfilmreihe. Was ist denn gerade mit dem Sound passiert? Hallo? Da redet plötzlich niemand mehr mit uns. Der Durchmesser beträgt 61 cm. Auf der Rückseite findet man verstellbare Lederriemen für eine bequemere Passform am Arm. Alter, sie werden sicherlich nützlich sein, wenn man bedenkt, dass das Schild über 4 Kilogramm schwer ist. Der Preis beträgt ca. 100 US-Dollar. Ja, also ist bis dato mit Mjölnir zusammen beides geil. So diesen Reaktor-Ding, aber das ist schon cool. Das so an die Wand zu hängen, würde ich machen. Deadpool-Kopf. Das nächste Sammlerstück ist, naja, nicht jedermanns Sache. Die Altersbeschränkung ist in diesem Fall nicht sinnlos, denn für 100 US-Dollar bekommt man einen fast echten Deadpool-Kopf. Und obwohl das Spielzeug von Hasbro wie eine Maske aussieht, hat es ziemlich coole Funktionen. Über 600 lustige Lines und Soundeffekte wurden speziell für den Kopf aufgenommen. Alle davon werden von lebhaften, ausgefeilten Gesichtsausdrücken begleitet, für die spezielle Sensoren und Motoren verantwortlich sind. Ist eine coole Idee an sich. Ich meine, damit kannst du mehr machen als mit Mjölnir und dem Schild. Aber ich glaube, das würde ich eher skippen. Ein Vorteil, der Kopf ist interaktiv. Das heißt, er reagiert auf Berührung und Interaktion. Alter, Deadpool hat spezielle Phrasen parat, falls man den Kopf hebt oder ihn zum Beispiel dreht. Die Entwickler haben eine sehr interessante Werbung gemacht. Dieser Kopf hilft jemanden einen Streich zu spielen, die Freunde oder Angehörige zu beleidigen und kann sogar anstelle eines Weckers verwendet werden. Das Kit enthält eine offizielle mobile App, die den Kopf zwingt, bestimmte Phrasen zu sagen. Ja, merken wir uns mal. Und am Ende gucken wir, ob wir uns den vielleicht kaufen würden. Stalos Schild und Hammer. Ist so... Forceband. Mit einem Armband für nur 15 US-Dollar kann man sich wie ein Held der berühmten Star Wars Saga fühlen. Für dieses Geld bekommt man das Wichtigste, worauf kein Jedi verzichten kann, die Macht.
Das Armband reagiert auf Handbewegungen und hat einige interessante Funktionen. Yo, damit kannst du beispielsweise mit Gesten ein anderes Spielzeug aus derselben Serie steuern, den Mini-Droiden BB-8. Das ist ja geil, wenn du dann so machst, fum, dann fährt er nach vorne. Das ist schon, weil ich habe mich gerade gefragt, hey, was soll das bringen? Das ist ja schon ganz geil. Das Armband ist auch ein Schlachten nützlich. Es kann die Schießgeräusche imitieren. Außerdem erzeugt das Armband aufregende zufällige Ereignisse. Es bietet euch plötzlich an, die Kraft um euch herum zu spüren oder bemerkt Störungen in der Nähe, die helfen, eine Sammlung von Charakteren in einer speziellen App zu fangen und zu sammeln. Ja, echte Star Wars-Fans werden sich mit diesem Spielzeug bestimmt nicht langweilen. Ich finde halt das, dass du so Bewegungen machen kannst und er reagiert darauf, finde ich geil. Ansonsten wirkte das so ein bisschen Pokémon Go-mäßig. Mit diesem Armband. Das Auge von Agamotto. Das Jahr 2021 ist die perfekte Zeit, um ein begeisterter Comic- und Superhelden-Fan zu sein. Dies liegt daran, dass man auf dem Markt viele Sammlerstücke von sehr hoher Qualität finden kann. Auf Etsy, einer Webseite, die sich auf den Verkauf von Kunsthandwerk spezialisiert hat, findet man zum Beispiel das Auge von Agamotto zum Preis von 60 US-Dollar. Ist schon cool, aber ich glaube, ich skippen. Also Dr. Strange ist eine interessante Figur, aber... Das mythische Artefakt wurde mit unglaublicher Präzision hergestellt, als wäre es eine echte Requisite aus Dr. Strange. Leider hat es keinen praktischen Nutzen, ist aber ein wertvolles Geschenk. Ich sehe mich ja mehr als Captain America. Kann man als Anhänger oder als Brosche tragen oder als Deko verwenden. Dafür ist ein wunderschöner geschnitzter Ständer im Set enthalten. Eine eingebaute LED sorgt für das mysteriöse Leuchten. Bemerkenswert ist, dass das Spielzeug handgefertigt ist. Oh. Ist schon krass. Aber landet nicht im Warenkorb. Sorry, ist nicht bei mir drin. Wie sieht's bei euch aus? Pokéball. Der Boom der Pokémon Go App schwächt sich seit ein paar Jahren ab. Den habe ich mir nicht Leute, geholt. Die dieses Spiel immer noch spielen, werden das nächste Spielzeug auf jeden Fall mögen. Nintendo hat eine eigene Version vom Pokéball entwickelt, mit der man in die Welt der fiktiven Serie eindringen kann. Das Zubehör? Ja, doch, zu diesem einen Pokémon-Spiel. Ja, klar, den hatte ich auch. Den gab's dazu. Mit einer Verbindung zur App her und ermöglicht es, Pokémon zu fangen, ohne auf das Smartphone zu schauen. Ja, klar. Wenn sich ein Pokémon in der Nähe befindet, benachrichtigt das Gerät den Nutzer. Aber ich hätte das nicht über Pokémon Go. Danach wirft man ihn und versucht, das Tier zu fangen. Sondern über dieses andere Spiel, was es gab. Mit einem Lichtsignal und einer Vibration informiert der Pokéball darüber, ob der Versuch erfolgreich war oder nicht. Außerdem zählt Pokéball Plus Schritte, um das Spiel noch einfacher zu machen. Aber das ist noch nicht alles. Das Zubehör ist kompatibel mit Pokémon so Let's mega Go im Hype. Und Pokémon Let's Go Eevee auf Nintendo Switch. Ja, genau. Hier dient jetzt als eine Art Controller. Let's die realistischen Sounds und Lichteffekte sind ein zusätzlicher Bonus. Ja. Man kann das Pokémon sogar hören, wenn man den Pokéball Plus vorsichtig schüttelt. Er kostet 50 US-Dollar. Ja, das Pokémon sagt, Hilfe, lass mich raus, ich bin in diesem scheiß Pokéball. Ja, also habe ich mir ja gekauft. Handschuh von Thanos. Was? Zu unserer Freude wird es nicht funktionieren, mit diesem Handschuh die Hälfte der Lebewesen zu vernichten, aber man kann damit ein Smartphone aufladen. Und um ehrlich zu sein, ist diese Funktion viel nützlicher. Der spektakuläre Thanos-Handschuh ist eigentlich ein stilvoller 12,5 cm langer Akku. Was ist mit dem Sound hier schon wieder passiert? Der Sound ist schon wieder weg. Ich weiß nicht, ob das vom Video ist oder von mir. Mit den stabilen 5,5 cm breiten Sockel kann man den Akku ins Regal stellen und das Zimmer dekorieren. Weitere Vorteile sind leuchtende Steine und biegsame Finger. Ich geil. Sein Preis beträgt etwa 51 US-Dollar. Aber ich würde ihn mir nicht kaufen, weil ich glaube nicht, dass die Powerbank mein Handy einmal aufladen kann. Das sieht so lütt aus. Also da kann doch nicht viel Akku-Power drin sein. Helm von Iron Man. Wenn ihr denkt, dies wäre ein weiteres Spielzeug, das man einfach ins Regal stellt, irrt ihr euch. Der Iron Man Helm von Fong dient als drahtlose Computermaus. Ja, das ist wirklich eine originelle PC-Maus. Die Augen am Gerät leuchten mit einer markanten blauen Farbe. Cool. Also das sieht schon ganz geil aus. Ich habe zwar eine gute Maus, aber... Okay. Das Gehäuse besteht aus Metall. Die Maus kostet ungefähr 23 US-Dollar. Es gibt viele 23? Optionen und unterschiedliche Designs. Ist ja mega der Preis günstig. Variiert je nach Wahl des Kunden. Oder? 23 Euro für eine Maus? Stark Industries. Ich würde gerne mal ein richtiges Bild von der Maus sehen. Weil das hey sind ja Leute, alles Schluss mit Faulenzen. Es Wieso? Ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Mein Gehirn? Willkommen Warum? Bei Brain Time. Ach so, ja. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, jetzt das Video. Gegenwart und sogar der Zukunft. Ja, schau da gerne mal vorbei.